Ich sehe Jacobs Jäger immer mehr Leute zur Strecke bringen und zum Stuhl schleifen. Nur so kriegen sie dieser Tage noch ihre Reihen aufgefüllt. Eli meint, die Peggys hätten alles verdient, was sie kriegen. Aber sowas... Ja, Leute, und somit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 5. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's auf jeden Fall gut. Denn jetzt gehen wir zu der Mission mit Cheeseburger. Ich muss eben noch rausfinden, wie wir das Ganze starten. Lass mich mal überlegen. Ah, jetzt weiß ich wieder. Ja, es war das. Genau. Folgen. Erreiche die Angelstelle. Ja, Peaches, let's go. Endlich kann man eine Mission machen, die mir auch gefällt. Ich habe natürlich noch ein bisschen was gekauft, Leute. Ich habe hier, wie ihr sehen könnt, ich zeige es euch mal eben. Das schöne Stück gekauft. Der Schwarzmarkt. Überlebenskünstler. Jetzt können wir natürlich Spezialmunition in Läden erwerben. Ich habe eben mal geschaut, kann man das? Nein, leider irgendwie nicht. Ist je nach Waffe unterschiedlich. Also zum Beispiel beim MG. LMG-Munition ist es noch nicht der Fall. Bei der Panzerbrechmunition, also bei der Seitenwaffe, Handwaffe, ist es der Fall. Ich gucke mal eben kurz rein. Liegt das daran? Ich glaube hier dran unten. Ich glaube hier unten liegt das irgendwo. Das hier. Trage mehr panzerbrechende Brandmunition sowie Spezialraketenwerfer. Aha. Okay. Wahrscheinlich die beiden Sachen werden es auf jeden Fall sein. Naja. Ein bisschen Sachen sammeln, dann geht das auf jeden Fall weiter. So, wir sehen uns gleich an Ort und Stelle bei Mr. Cheeseburger, beziehungsweise an der Angelstelle und fischen erstmal ein bisschen, um Mr. Cheeseburger hungrig zu machen, damit er auch uns nachgehen kann. Ich hoffe, ich überlebe das hier unten. So, Freunde, sind wir am Start. Mit der Angelroute natürlich ausgerüstet. Moment. Ah, Scheiße, hab ich gar nicht. Ach, hallo. Kollege. Hast du einen Moment? Ich brauche. Ah ja. Da liegt der eine. So. Dann wollen wir mal. Hoffentlich habe ich das noch drauf. L1 auswählen. Ja. Auswerfen. Frische, gefangene Lachse. Du, ich habe deine Lektion fürs Leben. Bist du interessiert? Nein, bin gerade beschäftigt. Siehst du das nicht? Dann kommt dir kein Fisch an Land hier. Was soll das? Ja, alles klar. Zu weit am Ufer. Ja, ich verstehe schon. Ihr seid scheiße. Was für ein Ziel, Digga. Ich will in Ruhe angeln hier. Verstehst du das? Komm, beiß an, Digga. Ja. Okay. Und. Ja, 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 komm, Baby. Komm, 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 komm. Ja. Nice, nice, nice. Komm. Ja. Es ist noch grün. Ja, komm rein. Wow, war das nice und so schnell. Einfache Style, Baby. Hast du einen Moment? Nein, habe ich nicht. Hey, falls du den Lachs schon hast, ich habe gehört, Cheeseburger wurde in der Nähe von dem Linero Baubedarf gesehen. Wo ist das? Ach, da vorne. Ja, Leute, ich würde sagen, bis gleich in alter Frische. Gefangene Königslachse. Ein Vorteilspunkt erhalten. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, bis gleich, Leute. Leute, ich muss leider unterbrechen. Wir haben hier einen Notfall. Und zwar... Bam, habt ihr das gesehen, Leute? Bam. Schon gedämpft, ey. Handwaffe macht es auf jeden Fall möglich. Leise, unentdeckt. Nice. So.
Jetzt gehen wir zum Cheeseburger. Eine kleine Unterbrechung, aber scheißegal. Ach, 400 Meter, wisst ihr was? Da laufe ich mit euch zusammen hin. So weit ist das ja nicht. Ne, Bitches? Was geknallt, das hören wir mal nicht. Ignorieren wir einfach mal. Obwohl ich sagen muss, ich wäre hier durch, Digga. Man weiß ja nicht. Das ist ganz schön nah hier. Hallo? Geht's dir noch gut? Alter. Digga, ich wollte dich eben retten. Was ist? Verreckt er erstmal vor meiner Nase. Naja. Baby. Nicht die Waffe, du Trollo. Nein! Ich will doch... Was ist das? Gib mir meine Waffe wieder. Ey, wisst ihr mich? Ich wollte schon sagen, Digga. Peaches, Beifuß. Ah, die Vögel, die beruhigen ein. Heute hatte ich wieder so einen beschissenen Tag, Leute. Kennt ihr das? Ihr habt nur noch Scheißlaune, wollt einfach nach Hause, wollt Feierabend machen. Und was passiert dann? Dann wird der Tag auch noch schon mal wieder ein, nicht wahr? Denke ich mir einfach nur, lack mich alle an. Was willst du denn da oben? Ignoriere mich, was schön, Alter. Kein Bock auf dich. Meine Nase juckt. Was ist das denn? Peaches. Digga. Pack dir nicht an, Digga. Du machst das nicht nochmal. Verstehst du das? Und du, Pissnäcke, ich wollte dich eben schon erledigen, Alter. Hab ich's verreckt, du Drecksau, du. Ich bin heute nicht auf gute Stimmung, verstehst du das? Peaches, toll gemacht, hast du überlebt das. Ich bin stolz auf dich. Von diesem Fettsack hier. Meine Nase juckt, was heißt das? Gibt's schönes Regenwetter? Habt ihr den Bären schon erwischt? Kommt schon, sag doch was. Alter. Hallo? Jemand da? Gut, wir schicken Verstärkung, sobald wir können. Setz den verdammten Bären zumindest fest. Was du auch machst, sei nicht schüchtern. Geh einfach da rein und gib ihm den Lachs. Der knuffige kleine Kerl wird ihn dir direkt aus der Hand fressen. Keine Sorge. Wo ist er denn? Dickerchen. Ich komme unbewaffnet. Spießes. Bist du das? Ach nee, das ist er. Arschbombe! Dickerchen. Put, put. Lecker Lachs. Komm her. Bist du groß. Niedlich. Wie süß. Ja, Bärchen. Bist du jetzt auf unserer Seite? Dann brauche ich dich auch ein bisschen. Beaches. Ich glaube. Jacob braucht diesen Bären für die Ernte. Okay. Cheeseburger, ich komme. Ich muss dich am Leben behalten. Digga. Peaches! Mach die fertig, die Wichser! Ich sehe nicht mal irgendwelche. Ja, wer war das? Mein G schießt mir nicht so gut, Leute. Also mach mich nicht fertig hier.
Ist ja Gott, Digga. Mach ihn fertig, jawohl. Der verdammte Bär darf nicht entkommen. Wer labert da? Ihr seid schwach, Digga. Ich bin Rambo. Nicht. Oh, scheiße. Sorry. Ah, du Schweinehund, Alter. Digga. Ich verrecke. Alles klar, Diabetes. Nicht die Waffe, du Troll. Redet mal selber mit dir hier. Das Recht, Waffen zu besitzen, stand da. Als Vierbeiner auf Abruf verfügbar. Das menschliche Hirn ist faszinierend. Sobald man erst einmal damit angefangen hat. Er labert da schon wieder mit irgendwas vor hier. Ist es überraschend, wozu man es unter den richtigen Umständen bringen kann. Du kennst doch sicher den Begriff. Hast du nicht gelernt? Klassische Konditionierung oder nicht der Beauty. Dich mit. Namen zu melden? Eine bedingte Reaktion hervorruft. In diesem Fall trainieren, töten, Opfer bringen. Alles klar. Ja, ja. So. Entlassen, auswählen. Cheeseburger. Food. Alles klar, okay, zum Plündern. Wow, bin ich high oder was? So, Leute. Haben wir noch eine kleine Mission? Zum Abschluss hier? Den hier? Na komm, wir gehen da eben hin. Digga, was ist mit mir los? Wow. Alter. Was ist denn jetzt los? Digga! Ach, hast du sicher Hunger? Ja. Wusstest du, dass es 10 Tage dauert, bis die Zivilisation kollabiert? Wenn die Grundbedürfnisse des Menschen nicht befriedigt werden, übernehmen die primitiven Instinkte nach nur 10 Tagen. Ja, das ist nicht leicht zu verstehen, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Ich war im Irak während des ersten Golfkriegs. 82nd Airborne, guter Amerikaner. Hurra! Eines Nachts gab es einen Angriff. Ich und dieser Typ namens Miller wurden von der Einheit getrennt. Ohne Funk. Ohne Nahrung. Die nächste Basis, 200 Klicks südlich. Also gingen wir einfach los. Tja. Bald war klar, dass wir uns verlaufen hatten. Tag 6. Das Wasser ging aus. Du weißt, wie das ist, oder? Es wird schwierig zu schlucken. Am 7. Tag fing Millers Beine an, wackelig zu werden. Wusstest du, dass dein Gehirn Muskeln abbaut, um zu überleben? Deshalb bist du so verdammt abgemagert. Am 8. Tag näherten sich dann die Wölfe. Und ich sah Miller an und wusste, dass wir so gut wie tot waren. Und ich akzeptierte es. Mit dieser Akzeptanz kam die Klarheit. Verstehst du? Ich sah nicht länger den Menschen, Miller. Ich sah nur noch eine Chance zu überleben. Nicht, dass ich das tun wollte. Sondern ich musste es tun. Das war meine Prüfung. Und weißt du, Millers Opfer brachte mich
Nicht nur aus dieser Wüste heraus. Es führte mich direkt hierher. Die Schwachen haben einen Zweck. Das verstehst du schon noch früh genug. Opfere die Schwachen. Ja, Leute, was ist denn jetzt schon wieder? Ey, besser geht's heute nicht, ne? Da will ich mit euch zusammen irgendwas abschließen. Und was passiert mittendrin? Fange ich an, Gespenster zu sehen. Wen sehe ich? Den Vollidioten. Den Spasten. Und was passiert dann? Ja, wahrscheinlich. Dann passiert mir auch noch so eine Scheiße hier, Mann. Ich sehe doch kaum was, Digga. Ja, wo muss ich hin? Welche Herde, Digga? Achso. Oh, Mann. Hallo! Oh mein Gott. Hast mich überrascht, Digga. So, ich muss mich ein bisschen beeilen, weil es nicht so einfach, wie es aussieht, Leute. Die Zeit ist diesmal so ein bisschen reduziert. Digga! Oh, neue Waffe. Scheiß mal auf die da. Gut gemacht. Abwärts. Wer ist diesmal da vorne? Ich werde dich hier rausholen, okay? Und dann verschwinden wir von hier, okay? Only you. Only you. Hey! Und ich? Was ist mit mir? Du bist nicht stark genug. Du musst hier sofort raus, bevor es wieder anfängt. Folge mir. Digga. Was ist das? Passiert das gerade echt hier? Bin ich gerade echt im Knast bei diesem komischen Kerl? Das ist die Story-Ablaufung. Das kann man nicht kontrollieren. Er weiß, dass du bereit bist, es zu tun. Sieh her. Prüfungen. Hier. Er hat das alles geplant. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und du bist dabei. Es wird zur zweiten Natur. Routine. Er ist in deinem Kopf. Und du merkst es nicht mal. Du kannst nie mehr zurück. Verstehst du? Du kannst nie mehr zurück. Komm schon. Truck. Der Truck muss da sein. Muss auf den Truck. Es ist fast soweit. Ich habe die Route studiert. Sie ist der einzige Weg raus. Das wird schon, wenn du nicht... Finde sie! Das ist der Befehl! Gib alles ab! Na los, Baby! Oh nein, 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 noch nicht! Noch nicht! Fuck! Fuck! Nein! Nein! Tut mir leid. Digga! Ey, war das alles nur ein Traum? What the fuck?
Was ist das für ein Truck? Ist nicht dein Ernst, Digga. Deputy, falls du das hörst, ich weiß nicht, wohin du verschwunden bist, aber... Scheiße, wir haben echt ins Wespennest gestochen. Du bist wahrscheinlich da draußen und versuchst, deinen Freund Pratt zu retten, aber... Wir Whitetails könnten immer noch deine Hilfe brauchen. Egal, du weißt, wo du uns findest. Bis bald. Alles klar, bis bald. Ey, gib mir nicht auf den Sack, Digga. Okay. Ja, Leute, machen wir beim nächsten Mal. Ich bin gespannt, was das sein sollte. Ich guck mal eben kurz rein. An der Kreuzer. An der Kreuzer. Ist das als Mission hier verfügbar? Naja, vielleicht eine Nebenmission. Ich weiß es nicht. Wir haben schon wieder neue Punkte gesammelt. Digga, wir können euch ein paar Sachen wieder kaufen. Später natürlich. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play. Hallo. Ich will mich gerade verabschieden, du Bitsnake. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Far Cry 5. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Zeigt die Aktivität. Den Daumen nach oben, den Support. Lasst vielleicht auch ein bisschen Feedback da. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und Tschüssikowski.